Hallöchen und schnurzig willkommen zurück hier bei Stardew Valley. Und wenn ich das gerade richtig gehört habe, kräht der Hahn. What? Guten Morgen. Das war ein wirklich netter Spaziergang. Ich habe diesen alten Hof schon lange nicht mehr gesehen. Er sieht noch besser aus als in meiner Erinnerung. Hier, ich habe dir eine Kleinigkeit mitgebracht. Es ist ein Geschenk von einem Gärtner zum nächsten. Was? Was ist das denn? Du hast einen Gartentopf erhalten? Diese Töpfe sind wirklich praktisch. Du kannst damit zu beliebigen Zeiten im Haus Pflanzen heranziehen. Und auch draußen sehen sie nett aus. Dort kannst du aber nur der Saison entsprechenden Pflanzen pflanzen. Wenn du noch mehr brauchst, dann kannst du leicht selber welche machen. Hier, ich habe einen alten Zeitungsartikel mit der Anweisung. Du hast gelernt, wie man einen Gartentopf herstellt. Cool. Ich gehe dann mal lieber. George wird mürrisch, wenn er seinen Haferbrei nicht rechtzeitig kriegt. Hab noch einen schönen Tag. Alter, was? Wie gut. Ein Gartentopf lässt innen Pflanzen aus jeder Saison wachsen. Draußen kann er nur für saisonale Pflanzen verwendet werden. Das ist doch nichts anderes als ein Gewächshaus, oder? Und was kann ich da jetzt reinsetzen? Moment. Kann ich da einen Baum drinne ziehen oder so? Ich klau mir mal das hier. Ui! Geil. Wie geil. Aber das ist doch ein bisschen, ich weiß nicht, sinnlos, weil wir haben doch unser Gewächshaus, oder nicht? Sehr seltsam. Naja, gut. Wir sind hier jetzt erstmal am Gießen. Okay, das ist scheinbar auch neu dazugekommen. Das kenne ich nämlich auch noch nicht. Gut. Eieiei. Jetzt weiß ich gar nicht mehr irgendwas. Ich weiß gar nicht, ob und was ich noch sagen wollte. Was ist das denn für ein Ding? Ich weiß noch nicht mal mehr, was ich gepflanzt habe. Oh. Ja, ist gut. Oh, wir können unsere Sternenfrüchte ernten. Schön. So. Zack. Alter, was wir jetzt aktuell wieder zusätzlich gießen müssen. La 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 la. Und wie man sieht, hier die Blaubeeren, die lassen richtig viele fallen. So, hier haben wir noch ein paar Chilis. Da brauchen wir jetzt, denke ich mal, keine mehr zusätzlich anbauen. Da haben wir genug. Alter, 42. Die verkaufe ich mal. Genauso wie die da. Und die kommen ja da rein. Da werde ich mal ein paar verarbeiten. Aber die kann ich setzen.
Die sehen auch irgendwie ein bisschen anders aus als die da. Sieht man das? Hier von dem Umfang her, ne? So, dann machen wir erstmal die Sternfrüchtchen. Dass wir die nochmal anbauen können, eventuell. Vorausgesetzt, die Zeit reicht noch. Oh, ich glaube, die haben auch eine bisschen andere Farbe, oder? 13, das sind 27. Also das kann ich nochmal hinsetzen. Juhu. So. Das eine. Die eine Packung mache ich komplett. So, dann brauche ich noch einmal 6 Stück. 3. Und 3. So. Gut. Das sollte reichen. Da machen wir am besten mal Blaubeerwein. Na, bringt nämlich ein bisschen mehr als das bringt nämlich ein bisschen mehr als diesen Brombeerwein. So, und die 2 setze ich jetzt einfach auch noch mal hin. So. Na, meine Süßen. Hi. Hi. Oh, guck mal, da ist ein Bäumchen gewachsen. So was. Na, jetzt. Düb, düb, düb. Gut. Dat. Oh, Moment. Wir müssen ja auch, was ich gerade sehe, zack, wieder ein Entenei reinparken. Na, habe ich dich da oben schon? Nee. Oh, ich würde so gerne. Aber ich traue mich nicht weiter ran. Weil ich habe Angst, dass ich das Ding umsense. Ich müsste das höchstens mal offline ausprobieren und dann einfach neu starten, wenn ich es wirklich wegsense. Aber ich weiß nicht, ob ich das Bäumchen wegsense, wenn ich das befreien möchte. Ach ja, schön, dass ein Zug durchfährt. So, ein paar Batterien. Das kommt wieder weg. Das kommt hier rein. Und da haben wir ein bisschen Holz und ein bisschen davon. So, und dann bringen wir heute unserem Schnuckiputz auch mal wieder was zu futtern. Und das können wir eigentlich auch dann direkt mal mit ab... Kann ich... Geht das jetzt? Nein. Och Mann. Da könnten sich die Entwickler eigentlich auch mal so langsam drum kümmern, ne? Dass man durch diese Eingänge kleinen Dinger durchfusen kann. Wow.
So, ansonsten kommen wir wahrscheinlich so langsam an unser geplantes Ziel. Weil bald ist Herbst, bald gibt es die letzten Fische, die wir noch brauchen. So, was hat denn unser Schnecke? Hat die was Gescheites da? Amaranth, Quarz, Kiefer, Schatten, Radieschen, Käferfleisch, gepflegte Kiefer. Gepflegter Kiefer, ja, so einen habe ich auch. Einen gepflegten Kiefer. Muss man jeden Tag Zähne putzen. Da hat man auch einen gepflegten Kiefer. So, mein süßer Shane, wo bist du denn? Oh. Was? Was? Was hast du denn? Shane? Oh Gott. Hat er sich besoffen oder was hat er gemacht? Sierra, kannst du etwas tun? Ihn hat's umgehauen. Gib ihm einen Kuss, dann wird er bestimmt wieder wach. Shane, was ist los mit dir? Alles, was du machst, ist in deinem Raum herumlungern und Bier trinken. Du würdest es eh nicht verstehen. Ich sorge mich. Was ist dein Plan? Denkst du nie über die Zukunft nach? Plan? Ich hoffe, mich gibt es nicht lang genug, um einen Plan zu brauchen. Yes. Es tut mir leid. Oh. Alter, ist der depressiv oder was ist mit dem los? Hä? Wird, haben die das jetzt geändert? Scheint so. Alles klar. Normalerweise hat sich das sonntags immer wieder zurückgesetzt. Was war das denn? Normalerweise hat sich das sonntags immer wieder zurückgesetzt. Anscheinbar wurde das jetzt mit dem Patch auch abgeändert. Entweder es setzt sich jetzt montags zurück, dass es halt mit den Wochentagen stimmt. Oder es passt sich an, je nachdem, wann man das letzte Geschenk vielleicht abgegeben hat oder so. Ich weiß nicht. Das werden wir sehen. Ach, guck mal, da ist die gute Pam auch. Oh, ich bin echt gespannt, wie das ist mit ihrem Haus. Aber ich glaube, das kostet, glaube ich, 500.000 oder so, ne? Soweit ich das weiß. Soweit ich gelesen habe. Also das stand, glaube ich, mit dabei. Aber würde mich schon mal interessieren. Ich glaube, das muss ich auf meinem Hauptspielstand, muss ich das dann mal machen. Oder wie komisch steigt die denn jetzt auf das Pferd? Das ist ja sehr merkwürdig. Guten Tag. Ich möchte nur was abgeben. Nö, das war's nicht. Nö, das war's auch nicht. Hallo? Wo ist das denn? Hier. Ach, guck mal, ist sogar fertig. Juhu! Wir haben ein Bündel abgeschlossen. Yay! Da waren es nur noch drei. Oh, ein Saatguterzeuger. So, da fehlt uns jetzt noch ein bisschen was zum Kochen. Die Trüffel, ein paar Äpfel. Also gut, wir müssen die Ställe noch aufrüsten allesamt. Und müssen noch das Kochen lernen. Ach ja, und natürlich die Fische im Herbst, ne? Versteht sich, versteht sich. Oh, ich habe eine zerbrochene CD gekriegt. Entschuldigung. Ich wollte einfach mal schauen, ob es da was gibt. Was war das? Habt ihr das auch gesehen, das da? Irgendwas hat da gefriemelt. Hallo. Ach, guck mal, jetzt liegen da auch diese Korallen. Ist ja interessant.
blub. Ach, guck, da oben liegt noch eine. Die habe ich gar nicht gesehen. Jetzt scheinen die Korallen nicht nur auf der anderen Seite zu sein, sondern auch hier. Das finde ich gut. Das finde ich gut. So. Haben es. Gut. Dann haben wir ja wieder unser täglich Brot verdient. Wie die immer kurz absteigen. Ich hoffe, dass das richten die wieder. Das ist doch ein bisschen merkwürdig. Aber gut, ich denke mal, man kann drüber hinwegsehen. So, da stellen wir jetzt erstmal das gute Stück hier unten hin. Oh, muss man schon eins weniger bauen. Zack. Das. Und der Rest kann eigentlich weg. Du bleibst da. Und du bleibst da. Und ihr werdet wieder angepflanzt. Böp, böp, böp. Nein, verkehrt. So, jetzt aber. Gut, das Blümchen müssen wir noch reingeben. Dann sind wir auch schon wieder fertig. Fertig, fertig vor allem. Weißt du, fertig. Wir müssen uns immer an unserem Weihnachtsbaum vorbeischleichen. So, gute Nacht. Ich weiß jetzt nicht. Was war das? Oh, wieder ein bisschen Knete. Sehr gut, sehr gut. So, was ist jetzt für ein Erfolg? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, müsste ich höchstens mal schauen, ob da irgendwas im Dingens steht. So, ansonsten würde ich sagen, das war's wieder für heute. Und morgen müsste eigentlich die gute Robin fertig sein mit unserem Häusli. Da bin ich schon mal gespannt. Und ja, dementsprechend würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut und lasst euch nicht ärgern. Tschüss.